Ludwig Schödel. Sie sind einer der verdienstvollen älteren Esperantisten, die mit Berlin in Verbindung standen. Wir sind jetzt hier in der Wohnung in Neuruppin, ja, Rosa-Luxemburg-Straße 37. Wenn Sie sich so zurückerinnern, wie war das damals, als Sie das erste Mal nach Berlin kamen und mit dem Esperanto in Verbindung kamen? Ja, ich begegnete wieder einem alten Freund, von dem ich zuerst etwas über Esperanto gehört hatte. Und der lud mich ein zu seiner Esperanto-Gruppe. Da bin ich nun hingegangen. Da hörte ich dann allerhand über die jetzige Arbeit der Esperanto-Bewegung in Berlin. Der Arbeiter-Esperanto-Bund hatte gerade sein Büro erworben und eingerichtet in der Dürksenstraße 42. Und da ich arbeitslos war und noch sehr begeistert war für Esperanto, bin ich dann dorthin gegangen, um zu helfen. Was begeisterte am Esperanto damals? Das war, wir wollen vielleicht mal das Jahr nennen, das war im Jahr? Das war 1928 etwa, ja. 1928, aber ich habe da nicht gleich Esperanto gelernt, sondern erst später. Und das kam so. Ich ging auf Wanderschaft. Und als ich meinen Rucksack packte, da wollte ich auch etwas zu lesen mitnehmen. Und da kam ich auf ein Esperanto-Lehrbuch vom Arbeiter-Esperanto-Bund. Und ich dachte, das ist ein Buch, das du nicht in 2 Stunden oder in 2 Tagen ausgelesen hast und wieder weglegen musst, sondern da hat man ja längere Zeit dran zu tun an diesem Lehrbuch. Und so packte ich es in meinen Rucksack. Und so vergingen dann die Wochen und Monate, aber in Frankreich fing ich dann an zu lernen. Ich ging da mit 2, wie man damals sagte, Walzbrüdern. Und die, wie normale Menschen, standen nicht um 6 auf, um nun weiterzulaufen, obgleich wir ja nichts zu tun hatten, sondern die schliefen ganz gerne ein bisschen länger. Aber ich war um 6 munter und langweilte mich, bis ich auf den Gedanken kam, nun anzufangen, Esperanto zu lernen. Und so lernte ich jeden Morgen früh Esperanto. Die Zeit verging, wir verließen Frankreich, kamen nach Spanien und schließlich in Valencia, da begegneten wir den ersten Esperantisten. Ich konnte mich mit ihm nur dürftig unterhalten und das war nun der Sieg des Esperanto für mich persönlich. Wurde unterwegs da auch gearbeitet oder was war das für eine Walz? Muss man vielleicht erklären. War ja, das einfach so eine fröhliche Reise? Nein, das war die Wanderschaft, wie sie in früheren Zeiten eben üblich war. Wenn jemand ausgelernt hatte, dann musste er auf Wanderschaft gehen, um woanders noch dazu zu lernen, zu seinem Beruf. Was war das für ein Beruf? Ich hatte Werkzeugmacher gelernt in Berlin. Und nun kam man zuerst mal mit Esperantisten zusammen und dann wieder in Berlin. Wie ging es weiter in dem Büro? Und dann erstmal in Frankreich nochmal eine Begegnung mit einem Esperantisten, mit dem ich dann etwa 40 Jahre lang korrespondierte. Wie hieß der? Oh, der Name ist mir im Moment entfallen. Schon so lange her. So ist das. Und als ich in Berlin wieder war, da stand mich für mich die Frage, Esperanto weitermachen. Und das ist so eine Krankheit bei mir.
wenn ich etwas angefangen habe, dann kann ich es nicht wieder so leicht lassen, weil es mir leid täte um die vertane Zeit. So, und so entschloss ich mich, dann in Esperanto-Bund einzutreten. Und wie ich schon sagte, kam zur Dürksenstraße. Da gab es dann immer viel zu tun. Erstmal auch Bodengänge. Ja, es war ja so, dass wir alles von der Post abholten. Da kamen oft große Pakete an und viel Pakete an, wenn die Zeitung fertig gedruckt war oder neue Lehrbücher herauskamen. Und dann waren es Schreibarbeiten. Dabei lernte ich dann Schreibmaschine schreiben. Und so war jeden Tag dort etwas zu tun, so dass ich praktisch zu Hause war in der Dürksenstraße 42. Da imponierte mir nun ganz besonders einige Mitarbeiter, Ernst Kissler, der unser bezahlter Sekretär war, und Giorgio Batta, der hauptsächlich für IP da war. Oder damals war es ja noch nicht IP, war noch die Opposition von Saad. Ja, und alle diese Freunde, Willy Wildebrand, Herbert Murawkin, die machten auf mich einen großen, großen Eindruck. Das waren für mich alles die schlauesten Leute, die es gab auf der Welt, wenn die über politische Dinge sprachen. Und das waren aber Auseinandersetzungen damals auch politischer Art, die gerade im Arbeiter-Esperanto-Bund geführt wurden, ja? Im Zusammenhang mit ZAT und der Opposition dagegen? Ja, in unserem Kreis nun waren es ja keine Auseinandersetzungen, denn es gab ja nur diese eine Richtung, die Richtung der Opposition, aber die sprachen nun viel über ihre Erlebnisse beim letzten ZAT-Kongress von damals und über die Oppositionsbewegung. Wohnten Sie auch dort in dem Gebäude da in der Dürksenstraße oder war die Wohnung woanders? Ich selber wohnte in der Bellermannstraße. Das war eine flotte Gehstunde von mir zu Hause bis zur Dürksenstraße. Natürlich bin ich nie mit der Straßenbahn gefahren. Die 10 Pfennig oder 20 Pfennig waren eine zu hohe Ausgabe für mich. Also bin ich da immer zu Fuß gegangen. Wie waren die Strukturen des Arbeiter-Esperanto-Bundes damals? Es gab doch mehrere Gruppen in Berlin. Es gab in Berlin etwa 5 Gruppen. Und später sagten wir dann dazu Untergruppen. Das Ganze fassten wir zusammen zu einer Berliner Gruppe und dann diese 5 oder 6 Untergruppen. Aber diese Untergruppen bestanden noch nicht allzu lange in Reinickendorf, in Mitte, in Lichtenberg und so weiter, sondern die waren eigentlich ziemlich neu. Und damals gab es unliebsame Auseinandersetzungen mit der Zentrale zwischen der Leitung und diesen Untergruppen, weil von diesen Untergruppen, die wollten nicht die Schulden übernehmen, die sie gemacht hatten, bevor diese Untergruppen selbstständig waren. Um Lehrbücher, die hatten Lehrbücher bestellt, verkauft und Kurse geführt. Es war aber keiner da, der nun das Geld zurückbezahlte für die Lehrbücher. Und naja, und so gab es auch noch nicht offiziell eine richtige Berliner Gruppe.
Und dazu habe ich nun so ein bisschen beigetragen, dass wieder eine richtige Berliner Gruppe daraus wurde.